Recht herzlich willkommen zur 62. Folge von Factorio. Wir hatten alles mitgenommen, was wir brauchten, um, sag schon, den Strommasten da oben zu machen, damit wir mehr Kupfer bekommen. Stellt sich hier nur gerade die Frage, was bräuchten wir hier? Aber ich gehe einfach mal hoch, gucke, wie der Zug entladen wird. Reichlich noch, ne? Wie bleibt er denn noch drinnen? Das wäre die nächste Frage, ne? Oh, fast leer, das ist ja schon mal gut. Ja, machen wir mal einfach so. Warten gerade ab, das geht ja ratzfatz, da ist gleich zu Ende. Sehen wir auch so, weil der Roboter dann rechts aufhört. So, und dann fahren wir mit dem Zug da einfach mal hin, ne? Ja, ein bisschen rauszoomen noch, so. Und dann fahren wir. Wo fahren wir hin? Zum oberen Punkt, um da Kupfer zu holen noch. Ziemlich dunkel, ne? Ja, und dann müssen wir da rechts abbiegen gleich. Geht auch. Und dann sind wir da. Die packen ein und wir steigen aus und müssen dann gerade hier noch einen Strommasten setzen. So, jetzt laufen alle drei. Gut, das war's. Können wir wieder in den Zug einsteigen. Irgendwo ist gerade ein Angriff, nämlich da unten, wie man hier sieht. Kein Strom da, ne? Weil die Laser da so viel Strom brauchen. So, jetzt geht's weiter. Allerdings nur leicht. Nee, voll ist die Oberkiste. Okay, da ist einiges drin. Kann ich das so mitnehmen? Ja. Kann ich das so dann wieder rübertragen? Ich glaube auch, ne? Das geht schneller wie mit dem Kranroboter oder wie man es auch immer macht. Okay, die sind noch beschäftigt. So, fahren wir zurück. Und, ja, wenn wir schon hier sind, halber Weg, ne, ist mehr wie halber Weg. Dann können wir auch gerade hier noch zu lang und den Zug voll machen mit, sag schon, Eisen, Erz. Gut. Ja, hier vorne ist schon ein bisschen kaputt gegangen, ne? Ja, aber. Ach so, wir können hier noch so viel wie möglich gerade mitnehmen, oder? So. Geht nicht alles rein, aber das haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Okay, da hinten wird geschaufelt. Der Güterwagen hat weniger Platz wie der Charakter, auch gut, ne? Jo, ist halt so dann. Fertig. Begrenzt den Platz, der automatisch befüllt werden kann. Okay. Und voll. Und dann können wir wieder zurück. Ah, andersrum. Gut, los geht's. Ein bisschen bremsen. Wenn wir nicht wieder die Kohle rausschaufeln aus unserem Zug. Ja, das war jetzt alles gut. Und aussteigen und gucken gehen. Kupfer kommt da unten an. Wird auch ohne Ende hier gemacht. Jetzt gehen wir erstmal in die Kisten gucken her. Munition ist noch da. Und das ist auch noch da, aber das können wir jetzt gar nicht alles mitnehmen. Weil irgendwas anderes hier noch ist. Ja. Das wird also ausgefiltert. Aber wir müssen mal gerade da oben in eine andere Kiste noch was reinlegen, damit wir das loswerden, was wir jetzt haben, ne? Dann nehmen wir die, oder? Steuerung raus damit. So, jetzt hat auch der Zulauf. So, hier unten sind nur Eisenplatten und Mauszugänge. Das weiß ich gar nicht. Wie bräuchten wir denn da noch? Muss ich jetzt in den Wagen gehen und das nachgucken, weiß ich gar nicht auswendig.
Da ist das kleine Auto. Steigen wir mal gerade ein und gucken dann, was da so Sache ist. Eisenplatten brauchen wir noch. Ja, rundweg 400 Stück. Stahlträger ist voll. Und wir sind noch ein paar zerbrechende Munition nötig. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass wir da schon so viel haben. Das bedeutet, die 46 sind wahrscheinlich auch schon zu viel, ne? Stahlträger, Kupferplatten. Kupferplatten passt, Stahlträger. Sind da noch hinzulegen, oder wie sehe ich das? Dann ist das über. Nee. Eine Fuhre brauchen wir, glaube ich, aber der Rest hier ist wahrscheinlich über. Gut. Einmal aussteigen, weglaufen. Am Rad hängen geblieben. Jetzt brauchen wir noch 400 Platten hier. Ich wollte da nicht so hin. So, geht das schon? Nein. Noch ein bisschen näher rücken. So, das kriegen wir alles mit. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie ich vorher hatte. Jetzt sind da ja schon 1500 Platten. Ich steige mal einmal ins Auto ein, dann weiß ich es, ne, wie viel ich noch brauche. Drohne brauchen wir dann noch, okay. Dann gucken wir zu, dass wir 300 Platten noch kriegen. Kann ich eigentlich auch hier wegholen. Wir haben 1800 zu tragen. Dann ist nur noch panzerbrechende Munition. 1600 haben wir jetzt. Kriegen wir alles zusammen, oder? So wie das hier aussieht. 1700. Passt. So, wenn wir jetzt ins Auto gehen, dann fehlt uns nur noch die panzerbrechende Munition, oder? So sieht's aus. Und da fehlen uns nur noch knapp 184 sind's, glaub, genau, nicht knapp. Oh, das war die falsche Taste. Enter und dann aussteigen. Ja, dann sind wir ja schon fast so weit, dass wir das geschafft haben, was wir wollen, ne? Okay, da ist noch ein bisschen was. Die brauchen wir schon gar nicht mehr rausholen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie die panzerbrechende Munition produziert wird. Hier fehlt es an Kupfer. Also Kupfer ist jetzt das Problem. Da ist sogar Kupfer drin, aber zu wenig. Da ist auch Kupfer zu wenig. Hier rechts hatten wir auch noch welche, oder? Mit Kupfer. Es fehlt überall an Kupferplatten. So. Das liegt hier drin. Alles, aber nicht das, was wir brauchen. Da oben wird jetzt Kupfer ohne Ende gemacht. Das ist doch schon mal cool, oder? Hier fehlt es jetzt an Stahl. Das kriegen wir auch noch hin, ne? Da sollte auch nur das Stahlproblem eigentlich sein. Und warum wird da jetzt nichts reingepackt? Ach, der will da eine Dingens reinpacken, ne? Eine Eisenplatte. Ja, machen wir so. Und dann machen wir wieder hin. Drehen. Jetzt funktioniert das, weil er Kupfer reinpacken kann. So, hier nochmal geguckt. Hier fehlt auf jeden Fall Stahl, den müssen wir dann besorgen. Und da ist es ähnlich. Da kommen die zwei, packen wir da noch rein. Und ne, hier oben war, gab's Stahlträger. So.
Wenn wir es hier drin jetzt. Nummer 19. Die Stahlträger nehmen wir auch raus. Komm, nehmen wir mit. Eisenplatten, ja, vielleicht fehlt jetzt irgendwie Stahlträger oder sowas, aber das ist eigentlich eher weniger das Problem, ne? Noch nicht mal. 365. 135. 135 mal Munition, die sollten wir aber auch hinkriegen. Wieder weniger. 135, jetzt weiß ich nicht genau, aber machen wir ganz einfach hier. Müssen wir 300 haben, dann wäre es zu viel. Aber uns fehlt es ja irgendwo anders dran, ne? Kupferplatten. Überall fehlen Kupferplatten. Ja, da fehlen. Ach so, warte mal, da können wir auch die Stahlträger reinpacken. Genauso wie da auch. Wie viel ist in der Kiste drin? 10 Stück, die nehmen wir wieder raus dann. Da läuft auf jeden Fall was. Wie sieht es hier oben aus? Fehlt es auch an Kupfer. Genauso wie da. Und da auch. So. Das bedeutet, wir nehmen da mal jetzt das Kupfer weg. Packen wir es da oben irgendwo rein, oder? Und das war wieder ein bisschen weiter runter, aber das ist dann wieder schwierig, ne? Komm, egal. Machen wir so jetzt. Zack, 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 bis der Kupfer weg ist. So, das hat geklappt. So, hier hin. Und da ausladen, ne? Kupfer dahin laden und das können wir auch daraus tun und fertig. Hier unten, was passiert da? Kupfer nimmt er, glaube ich, nicht weg, ne? Packt da, glaube ich, immer wieder Dingens rein, ne? Ah, jetzt macht er auch das Kupferplattenmäßig. Sind nicht viele, aber sind welche, ne? Okay. Packt er jetzt wieder Eisen an oder lässt er das dann? Ne, er packt auch wieder Eisen an. Gut, ist aber am Laufen. So, nochmal 14 dazu. Zu wenig auf jeden Fall erstmal noch, ne? Wir müssen dann gucken, dass wir jetzt noch Kupfer nachholen. Ist hier irgendwo noch Kupfer drin? Ich glaube nicht, ne? Da nicht. Und da ist auch kein Kupfer. Hier drüben. Wird gerade Eisen ausgepackt, da wird auch kein Kupfer sein, ne? Ne, ist nur Eisen. Das bedeutet, der Zug ist leer, wir fahren da gerade hoch und holen noch Kupfer. Ja. Jetzt hat man ja da einen Erzförderer mehr gemacht für Kupfer. Und wir hoffen, dass da jetzt genug ist. Und dann fahren wir mal hoch. So, einmal rechts abbiegen gleich. Passt. Okay. Da ist nichts drin in der Kiste. Und die ist voll. Gut. Auspacken, fertig, ne? So.
Da läuft gerade einer hin, da gibt es wieder einen Angriff, oder? Kann er sein? Hier, da. Wir sehen nicht genau, wo sie hinlaufen. Könnte auch sein, dass sie zu uns kommen. Das kriegen wir aber mit hier mit den Geschütztürmen, ne? 90, 89, obwohl es sind wohl keine Angriffe hier gewesen. Munitionsmäßig ist das noch identisch, glaube ich. Kann ich händisch da rausnehmen? Ja, kann ich. Dann nehme ich so mit. Dann fahren wir da zurück und machen das von Hand da hinten auch raus. Gut. Und laden lieber hier aus. Gut. Dann kommen wir auch wieder an Kupfer. Diesmal kommen wir nur an Kupfer, sagen wir es mal so, ne? So, einmal nochmal da unten hin, gucken, wie viel da rausgekommen ist. Na, 6 mal Munition, das ist nicht viel. Die nehmen wir auch noch mit, weil wir das ja auch irgendwo brauchen können. Ja, da sind nur zwei drinnen. Da packen wir noch die 35 rein. Vielleicht klappt da ja noch mehr dann. Gut, aber ich würde sagen, wir belassen es erst bei dieser Folge so und ja, werden dann in der nächsten Runde, denke ich mal, schaffen, die Munition hier voll zu kriegen. Das rückt ja immer weiter vor hier, das Kupfer. Dann wird das mit der Munition auch, glaube ich, in der nächsten Folge klappen. Dann haben wir wieder ein Ziel erreicht. Okay, prima. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.